Die Musikkulturen der Erde haben viele verschiedene Arten entwickelt, Tonhöhen zu Tonleitern zusammenzustellen. Eine davon entsteht beim Stimmen von Saiteninstrumenten in den einfachsten Konsonanzen, Quinten und Quarten. Dadurch ergeben sich typischerweise Tonleitern mit 5 oder 7 Stufen je Oktave. Und wenn man weitermacht, 12 Halbtöne je Oktave. Zumindest fast genau Halbtöne. Das ist die Grundlage der westlichen Musiktradition seit der Antike, aber auch die der chinesischen. Zurückverfolgen können wir die Methode bis in die mesopotamische Musik im frühen 2. Jahrtausend vor Christus. Auch in altbabylonischer Zeit hatte jede Tonleiter 7 Stufen pro Oktave. Und beim Umstimmen eines Instruments erzeugte man tatsächlich sämtliche Halbtöne dazwischen. Um die Mitte des 1. Jahrtausends vor Christus hören wir erstmals davon, dass man eine Mathematik der Musik entwickelte. Man hatte herausgefunden, dass einfache Zahlenverhältnisse an Musikinstrumenten gut klingenden Tonverhältnissen entsprechen. Verblüffenderweise passiert das praktisch gleichzeitig in China und im griechischen Raum. Handelt es sich um unabhängige Entdeckungen? Oder ist das neue Wissen irgendwie quer über den eurasischen Kontinent gewandert? Wir wissen es nicht. Aber es bleibt nicht die einzige überraschende Parallele. Als ich vor 10 Jahren auf einer Konferenz in China den Nachbau eines griechischen Aulos gespielt hatte, zeigte mir der bekannte Musikwissenschaftler Liu Rong ein Foto von einem Ziegel aus der Han-Zeit, auf dem ein offenbar ganz ähnliches Instrument zu sehen ist. Wiederum, handelt es sich um eine unabhängige Entwicklung? Ein Detail schien sofort dagegen zu sprechen. Der dargestellte Musikant hat eine dermaßen große Nase, dass man sogleich an die Karikatur eines Exoten aus dem Westen denken möchte. Aber wie käme hellenistische Musik in einen chinesischen Grabbau? Zusammen mit der amerikanischen Sinologin Ingrid Furniss machten wir uns auf die Suche. Und tatsächlich gab es noch einige vergleichbare Funde, alle etwa aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, alle aus Gräbern. Das Instrument findet sich in den Händen von Menschen ebenso wie von Fabeltieren. Aber immer gehört die Musik zum Hofstaat der gleichen mächtigen Göttin. Ihr Name ist Shi Wang Mu, herrschende Mutter des Westens. Nach chinesischer Vorstellung, auf einem Berg im äußersten Westen angesiedelt, verfügt sie über das Elixier der Unsterblichkeit. Eine Verbindung vom Grabbau und dem Westen ergibt sich so ganz natürlich. Aber woher kennt man in China das Instrument? Bereits vor etlichen Jahren wurde eine Verbindung zwischen Shi Wang Mu und der großen Mutter, wie sie im antiken Mittelmeerraum vorkommt, vorgeschlagen. Beide wohnen auf Bergen. Beide werden immer frontal dargestellt und beide sitzen auf einem Thron, der von 2 wilden Tieren flankiert wird. Und wir können Ihnen hinzufügen, dass der Aulos der chinesischen Darstellungen ganz korrekt das bestimmende Instrument ihres Kultes im Westen wiedergibt. In der Tat hat sich das Han-Reich bald nach seiner Konsolidierung die Verbindung nach Zentralasien erschlossen. Nach der abenteuerlichen Reise des Botschafters Zhang Qian entsandte Kaiser Wu Militärexpeditionen in die Gegend des heutigen Usbekistan. Diese Region hatte bis kurz davor unter der Herrschaft hellenistischer Könige gestanden. Unter den Relikten griechischer Kultur haben Archäologen in einem zentralen Tempel auch zahlreiche Bruchstücke von Aloi gefunden. Und die sind nicht von Funden aus dem Westen zu unterscheiden, etwa aus Griechenland, Italien oder sogar Spanien. Zumindest in Zentralasien müssten Untertanen des chinesischen Kaisers das Instrument also kennengelernt haben, das wir zu dieser Zeit übrigens auch in Indien dargestellt finden. Viel wahrscheinlicher ist es allerdings, dass es in den folgenden Jahrzehnten auch in China selbst präsent war. Im Zuge des neu etablierten diplomatischen Austauschs sind Performer exotischer Künste ein beliebtes Importgut. Dass das Instrument aber dermaßen fest mit der Göttin verbunden scheint, spricht sogar für die Präsenz von Anhängerinnen der großen Mutter, vielleicht missionierenden Wanderpriestern. In einer politisch unstabilen Periode scheinen diese für einigen Aufruhr gesorgt zu haben. Die chinesischen Geschichtsbücher berichten von religiösen Unruhen, bei denen man die rettende Ankunft der Shi Wang Mu erwartete. Die Göttin blieb aus.
Und das westliche Instrument verschwindet aus den chinesischen Darstellungen so plötzlich, wie es aufgetaucht war. Gerade wenn sein typischer Klang für kurze Zeit eine exotische Religiosität inspirieren konnte, ist es umso mehr verständlich, dass die bildliche Erinnerung an ein Instrument rasch bedeutungslos wurde, das man nicht mehr hören konnte. Und doch gibt es einen Hinweis in den alten Texten, dass das Doppelrohrinstrument einen größeren Einfluss hatte, als man meinen könnte. Noch 2-3 Jahrhunderte später erklären chinesische Gelehrte das Wort Guan als wie zwei kombinierte Flöten. Das ist umso erstaunlicher, weil Guan, was eigentlich Rohr heißt, von alters her eine der gebräuchlichsten Bezeichnungen für Blasinstrumente war. Aber vor der Zeit unserer Abbildungen offenbar für normale, einfache stand. War die Oberschicht des chinesischen Reiches wirklich derart beeindruckt von dem ungewohnten Instrument und seiner Musik, dass es in einem gewissen kulturellen Umfeld für eine Zeit als das Blasinstrument schlechthin gegolten hat? Angesichts des reichen musikalischen Erbes in China selbst ist das eigentlich kaum vorstellbar. Aber wie kann man die Quellen sonst deuten?